Willkommen zurück zu Tekken 7. Das letzte Mal hatte ich mit Lei Wulong den Dressurkampf gespielt und heute werde ich wieder mit Anna Williams spielen. Und zwar mit ihr erstes selbstgemachtes Kostüm. Wie weit werde ich heute mit Anna kommen? Das letzte Mal kam ich ja mit ihr zum ersten Kyo. Welcome to the King of Iron Fist Tournaments, Anna Williams. Ja. Und was meint ihr? Wie viele Parts werde ich mit ihr noch schaffen, genau. Wie viele Parts werde ich mit ihr noch brauchen, um sie auf den 10. Dan zu bringen, so wie Lei Wulong. Ich denke mal so circa noch 2-3 Parts. Mit ihr und mit Lei. Je nachdem, wie die Kämpfe sein werden und wie mein Tag ist. Passt doch, Lei! Ist zum allerersten Mal, dass ich Lei Geistgegner bekomme. Fehlt nur noch Anna, oder? Nee, die hatte ich doch auch schon. Ich glaube, ich verliere diese Runde. Nein! Round two. Fight. Vor allem erst zweiter Q. Wieso ist er plötzlich so gut? Ich würde es verstehen, wenn er zweiter dann ist. Dann ist es eine Sache. Was? War das gerade nicht Betrug gewesen? Ich glaube, man kann Kragers nicht verhindern, oder? Mit dem Schlag? Vor allem... Egal. Ich verliere die Runde. Durch lächerlichen Betrug. Nein, ich find's wirklich sowas betrügerisch. Einmal wird mein Ragehack geblockt, obwohl es nicht geht. Man kann es nur blocken, aber nicht. Also mit blocken meinte ich jetzt, dass er mich angegriffen hat, dass es dann verändert wurde. Zweitens war er zweiter Q, er dürfte nicht so stark sein. Drittens habe ich ihn eigentlich manchmal getroffen, aber angeblich wurde es nicht gezählt. Man kann mir alles erzählen, aber für mich ist es Betrug. Der war gut gekontert. Also diese Animation ist komplett neu bei ihr. In den vorigen Teilen hatte sie so eine Animation noch gar nicht gehabt. Na
Round 1. Fight. Aber sowas hatte ich doch mal, sowas ähnliches mit Xiao oder, doch mit Xiao, wo sie auch zweiter Q war, oder war es Paul, oder welcher Charakter war es nochmal? Das angeblich so ein Charakter sehr gut ist, also der so im Dann-Bereich ist. Alter, fast hat sie einen Fehler gemacht. Was war das denn jetzt schon wieder? Na okay, gut, die hatte wenig Lebenspunkte. Das ist dann eine Sache, wenn sie einen großen Angriff gemacht hat. Aber nur bei Lei kann ich das nicht verstehen. Open wide. Final round. Fight. Ich lass mich hier nicht noch einmal betrügen, ja? Irgendwann ist auch mal gut. Auch wenn in diesem Kampf mehr oder weniger wenig Betrug dabei war. In meinen Augen. Aber vielleicht habe ich heute mal einen Tag erwischt, dass nicht mein Tag ist. Aber okay, bei Lei Wulang war es wirklich eindeutig, dass da Betrug bei war. Mann, mach doch die Kacke! Oh, dann kommt doch so ein Scheiß. Ernsthaft, die sollen wirklich so eine Einstellung machen, dass ich sowas nicht haben möchte. Der einzige Vorteil manchmal ist, dass man Gegenstände freispielt oder Klamotten. Ich war der Meinung, seine Attacke da, Mesetsu oder wie es nochmal heißt, ich war der Meinung, das konnte man blocken. Open wide.
Einsatzbrille, Lay. Der soll mir heute nochmal unter die Augen kommen. Anna schlägt ihren Gegner per Rage Drive weit nach oben, sodass sie die Möglichkeit zu einer Luftkombo ergibt. Trifft der Rage Drive einen Gegner in der Luft, wird er auf besondere Art zu Boden geschleudert, sodass Folgetreffen möglich sind. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Mann, greif doch einfach mal nach unten an und nicht das, was du gerade gemacht hast. Nächster Kampf ist wieder Beförderungschance. Round 1. Fight. Demon. Vor allem, er hat einen Schlag nach oben gemacht und ich habe gerade einen Fußtritt gemacht. Wie kann er mich bitte schön treffen? Und wenn ich richtig gesehen habe, hat er mich eigentlich nicht mal getroffen. Und er trifft mich bestimmt noch. Ja, leck mich doch am Arsch! Round 2. Fight. Krieg doch mal die Scheißattacke an! Wenn ich die noch einbefehle. Auch wenn der Kampf vorbei war. Ey, nur der Kampf gegen Lay hat mir so eine Laune gegeben. Das sollst du am Ende machen. Wenn ich den Gegner nochmal schlagen möchte. Oh, Alter. Es sind noch wenige Minuten. Aber ich wusste, dass irgendein Tag wieder rankommen wird, dass mich dieses Spiel reizt. Deswegen war ich damals auch froh, dass ich es März, also Mitte März, abgeschlossen hatte, eigentlich. Nein! Mann, geh mir nicht auf den Sack! Na, wird er noch leben? Oh.
Bin ich eigentlich Zweiter oder Dritter dann? Noctis! Ich bin Dritter dann. Black Magic. Ja, was? Ach so, stimmt. Sie ist gerade mit ihrer Hacken schon auf seinen Eier getreten. Und das war ein K.O. Das wollte ich gerade nicht eingeben. Ich glaube, ich habe gerade zu früh gemacht. Nein! Er ist da noch reingegangen. Open wide. Goodbye. Ich werde nur noch einen Kampf machen. Aber Vierter dann. Und natürlich muss so ein Schrott rankommen. Ich hoffe, dass das bei der nächsten Aufnahme mit Lay etwas besser läuft. Wie gesagt, es kann heute einfach nur ein schlechter Tag für mich sein. Ein bisschen. Manchmal habe ich so eine Tage, wo ich halt nicht so wirklich... Ja. Round one. Fight. Ja, komm, erzähl mir keinen Scheiß. Mein Junge, fick dich. Round 2. Fight. Der mit seinem perfekten Attacke. Mann! Sie hat nicht reagiert. Alter, was ist denn das schon wieder? Hast du davon? Dann geh mir nicht auf den Sack. Boah, tut mir leid für meine Laune heute, aber wie gesagt, der eine Kampf gegen Lay, der hat irgendwie meine Stimmung niedrig gemacht. Ich hoffe trotzdem, euch hat diesen Part gefallen. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt und dann sehen wir uns das nächste Mal mit Lay Wulong. Oh, ich hoffe, es geht nicht so weiter. Vor allem mit Lay werde ich erst recht Schwierigkeiten haben, weil... ich mit Lay Wulong viel schwieriger habe als mit Anna. Wie dem auch sei, das werden wir das nächste Mal sehen. Ansonsten sage ich nur noch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.